Hi Leute, der Procenic PC in Akkustaubsauger ist mit einem Preis von 180 Euro das Topmodell des Labels. Auf den ersten Blick interessant ist die Saugkraft hier von 22.000 Pascal, die sehr wettbewerbsfähig ist. Allerdings ist das auch eine bekannte Strategie günstiger Hersteller, erstmal auf einen relativ starken Saugmotor zu setzen, damit man auf dem Papier was vorzeigen kann. Und erst wenn dann Verarbeitung und Funktionalität im Einklang stehen, handelt es sich auch wirklich um ein gutes Produkt. Im Video wollen wir nun Stärken und Schwachstellen rausarbeiten, um dann abzuleiten, ob oder für wen sich das Modell lohnt oder ob man vielleicht doch lieber die Finger vom PC lässt. Ja, beim Kauf enthalten ist eine Bedienungsanleitung mit Reinigungswerkzeug, das Handgerät mit Saugrohr, die motorisierte Bodeneinheit, eine Wandhalterung mit Ladestation, die Milbendüse, ein EU-Netzteil und eine Fugendüse. Produktdaten. Der Kaufpreis ist mit 180 Euro noch der Einstiegsbereich, die Saugkraft damit 22.000 Pascal verhältnismäßig stark. 110.000 Umdrehungen pro Minute unterstreichen die Saugleistung des Motors. Der Akku ist allerdings ein leichter Kritikpunkt wegen der recht geringen Kapazität, denn man muss wissen, dass die allermeisten Akkusauger eine Standardkapazität von 2500 mAh haben und da fällt ein Akku mit 2200 mAh leicht aus dem Raster. Das hat dann Nachteile in der Betriebszeit. 40 Minuten im Eco-Modus sind etwas schwach. Die 12 Minuten auf höchster Stufe sind dagegen ganz normal. Es hat aber auch Vorteile beim Gewicht, denn der hier ist minimal leichter als die Konkurrenz mit 1496 Gramm. Ansonsten ist der Staubwälder mit 650 Millilitern sehr groß und die maximale Lautstärke ist mit gemessenen 79 bis 80 Dezibel. Eher auf der unangenehmen Seite, obwohl das Summen des Modells an sich gar nicht so störend klingt. Das kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Art des Geräusches an. Ja, Funktionsumfang zwischen 4 Saugstufen können wir hier auswählen. In Kombination mit einem Saugroboter nutze ich meistens aber sowieso nur die höchste Stufe. Wir sind flexibel, weil wir einen modularen Akku haben, denn das ist bisher die beste Möglichkeit, geringes Gewicht mit einer hohen Laufzeit zu kombinieren. Zunächst habe ich sogar geglaubt, dass der verschraubt sei. Wenn ihr allerdings hier den Hebel ganz clever zurückzieht, dann lässt er sich ganz einfach rausnehmen. Ein zweiter Akku kostet übrigens 35 Euro. Dafür ein Kompliment, denn das ist vergleichsweise sehr günstig. Derartiges Zubehör lassen sich Hersteller normalerweise teuer bezahlen, lohnt sich also allein wegen der doppelten Laufzeit. Ein Touchscreen ist für den Preis auch eher ungewöhnlich, das finde ich also ganz nett. Hier schaltet man die Saugstufen durch und hat eine Batterieanzeige, das war's dann. Der Pistolenschalter liegt angenehm in der Hand, obendrauf ist es ein Automatikschalter, den man nur einmal drücken muss, also alles richtig gemacht. Eine Software für Hardboden haben wir leider nicht. Stattdessen setzt der Procenic PC auf eine Multifunktionsbürste, die man für alle Bodenarten verwenden kann, im Speziellen aber für Teppiche. Aber ich verteile hier einen kleinen Punktabzug für die fehlende Softwalze. Im Lieferumfang dabei war dann noch ein kleinerer Bürstenaufsatz. Der wird auch als Milbendüse bezeichnet, weil sich die Borsten hier ein wenig in das Textil reindrücken und dann die Milben und den Milbengurt aus den Fasern und in den Staubbehälter verfrachten. Für Allergiker ganz gut, alle anderen sollten das vielleicht auch ab und an mal machen und ich glaube, ihr werdet einfach überrascht sein, wie viel Zeug da aus eurer Matratze kommt. Die weiteren Funktionen sind dann auch ergonomisch, die Anwendung in der Vollfunktion oder alternativ der Max-Funktion. Die Aufsätze kann man hier beliebig durchtauschen, dass man also alle Möglichkeiten hat, zum Beispiel an die Ecke der Zimmerdecke zu gelangen oder auch einfach die Möbelstücke abzusaugen. Die motorisierte Bodendüse hat dann noch eine LED-Funktion, die bei vielen Zuschauern gut ankommt. Ich finde die Funktion vor allem dann praktisch, wenn dann noch ein Scanner eingebaut ist, der die Helligkeit misst, damit die Funktion auch wirklich nur im Dunkeln anspringt. Das ist hier nicht der Fall und deswegen geht das auch so ein bisschen auf den Akku, vermute ich einfach. Ja, Preis und Meinung. Nachdem ich das Gerät dann in der Praxis getestet habe, muss ich sagen, der ist recht leicht in der Anwendung, sogar sehr leicht. Die Rollen gleiten über den Boden und machen damit die Bedienung allgemein sehr angenehm. Auch wenn das Gewicht der Max-Funktion nicht ganz so gut gebalanced ist, LED-Display, Schaltknopf gut, Wechselakku immer gerne. Alles in allem ein passables Gerät mit entsprechend starker Saugkraft. Die Teppichreinigung war in Ordnung, Qualität und Verarbeitung gefallen mir nicht besonders, sind aber dem Kaufpreis noch entsprechend. Ich finde die Kombination aus smarten Ansätzen bei günstigen Produkten nicht besonders sympathisch. Auf der einen Seite ist das aber ein Touch-Display und auch einfach zu bedienen, wenn vermutlich auch kein hoher Kostenfaktor. Was für das Gerät spricht, sind auch die Erfahrungsberichte der Kunden. Amazon hat bei dem Gerät hier bei über 600 Bewertungen 4,5 Sterne. Bei 100 bis 150 Bewertungen bin ich da oft sehr skeptisch, weil das eben auch Fake-Bewertungen sein können. Bei einer derart großen Anzahl wäre das dann schon mal eher ungewöhnlich. Meine Erfahrung mit dem Gerät war in der Praxis dann eben auch besser, als ich das erwartet hatte. Vor allem, weil der Akkusauger sich im Einsatz einfach sehr leicht anfühlt.
So im Nachfassen würde ich sagen, kenne ich schlechtere, aber auch bessere Optionen. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass das Gerät einfach etwas billig wirkt. Ich meine, das sieht aus wie eine Wasserpistole aus dem Spielzeugladen. Und so richtig positiv überrascht wurde ich auch eher selten. Was mir am wenigsten gefällt, ist die Wartung. Der Staubfilter ist zwar ziemlich groß und lässt sich hier per Taste ausleeren, aber den Dreck, der am Metallfilter hängen bleibt, den kann man nicht so einfach entfernen. Da muss man dann den Staubfilter abnehmen, den HEPA-Filter rausnehmen. Das ist ein lästiges Gefrickel, das Ding wieder zusammenzusetzen. Also eine kleine Geduldsprobe, die nervig und auch nicht notwendig ist. Das machen andere Modelle einfacher. Ja, ich verlinke euch gerne noch ein paar Reviews anderer guter Modelle in der Videobeschreibung. Das Modell ist hier jetzt nicht mein Top-Favorit, aber den Preis kann man ja einfach mal abchecken. Bei Videoerstellung war der Preis bei 180 Euro, womit natürlich auch die Einschätzung der Preis-Leistung steht oder fällt. Das Gerät ist ganz in Ordnung, dennoch gibt es keine Empfehlung von mir und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Akkustaubsaugersuche. Wenn ihr Fragen habt oder selbst schon Erfahrungen mit dem PC gemacht habt, dann lasst gerne einen Kommentar da. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.